Hallo von VW Deutschland auf dem Caravan-Salon. Wir haben uns einmal eingefunden bei der Firma SAR Hydraulik. Ulrich Reinhardt, Inhaber der Firma SAR Hydraulik, einer unserer größten Händler in Westdeutschland. Und möchten die Gelegenheit einmal nutzen, ihn einmal vorzustellen, seine Produkte, was er macht und die Verbindung mit VW natürlich, VW Air Suspension. Ja, Uli, schilder doch aus deiner Sicht einmal, was die Vorteile sind, wie wir zusammenarbeiten und wie wir zusammengefunden haben, beziehungsweise wie unsere Systeme miteinander wirken. Ja, Marvin, erstmal schönen Dank. Wir treffen uns ja doch auf jeder Messe irgendwie wieder. Und du warst ja letztens erst noch kurz bei uns zu Hause. So, die Zusammenarbeit ist ja tatsächlich sehr eng. Auch gemeinsame Entwicklungsschritte, die gemacht werden, dass auch unser Rufschützensystem mit eurem Volllufffedersystem mittlerweile kommunizieren kann. Ja. Sprich, die Luftfederung fährt ein, dann fahren erst die Rufschützen aus. So, und gleichzeitig ist es so, dass selbst auch bei dem Semi-Air-System und VBR Suspension für uns beim Fiat Chassis, so wie wir es hier stehen haben, ein großer Vorteil besteht. Und zwar, ihr habt alleine eine kleine, also ein kleines Detail, was aber unglaublich vorteilhaft ist. Ihr habt den Anschlussschlauch, den Druckluftschlauch oben am Chassis, also am oberen Teil vom Luftfederbalken, und die Mitbewerber haben ihn eben zum Teil unten. Mhm. So, und somit bewegt sich der Schlauch und die gesamte Technik, die undicht werden kann, bei jedem Einfedern mit rauf und runter. Ja. Bei euch ist es so, der Schlauch liegt oben im Rahmen, liegt fest und es passiert nichts zu sagen. So, dazu kommt, dass ihr sehr gute Ansprechpartner seid, also das kennen wir anders. Also man kann jederzeit jemanden telefonisch erreichen, bekommt E-Mails direkt beantwortet. Wenn man mal ein Auflastungsgutachten über WDT schnell braucht, ist das auch innerhalb von einer halben Stunde da. Also eine bessere Zusammenarbeit kann man sich in dem Bereich nicht wünschen. Bei uns, ich kann nur sagen, ihr seid Top-Lieferant bei uns. Wir haben natürlich auch noch viele andere Lieferanten für andere Dinge, aber im Bereich Luftfederung brauchen wir nichts anderes mehr machen. No, also die Gutachten sind klar gegliedert. Wir haben da keine Probleme mit irgendwelchen Zulassungsbehörden oder mit dem TÜV oder mit dem DEKRA. Das läuft alles immer gut. Was wollen wir mehr? Ein wichtiger Punkt, den wir, glaube ich, noch herausstellen sollten, dort ist es kurz angerissen, ist die Konnektivität unserer Systeme. Also auch das ist mittlerweile gegeben, Vollluftfedern zu deinen Stützen. Genau, also die können miteinander kommunizieren. So, und das ist ja nur eine Strippe, die wir da freigeben. Ja. Also wir mussten einen Port auf unserer Steuerung freigeben und halt eben den Zugriff auf euer System zu haben. So, und dementsprechend, ja, man entwickelt ja dauerhaft und ständig und immer weiter, so wie hier mit den Hubstützen, mit den Luftfederungen, immer weiterentwickelt, wie jetzt das auch endlich ein Bedienpanel für die Fahrzeuge Fiat mit elektrischer Feststellbremse. Auch das gibt's mit dabei. Passiert, da haben wir ja bis jetzt immer das Bedienpanel für einen Mercedes eingebaut. Gut, aber man muss sich halt eben irgendwie helfen und ja, so geht eins zum anderen. Gleichzeitig der neue Anstoß, Light Chassis von 3,5 bis auf 4,25 Tonnen auflasten zu können. Daran arbeiten wir. Daran arbeiten wir auch wieder gemeinsam, wie mit so vielen anderen Dingen. So, und wir hoffen, dass es funktioniert, dass wir dafür die Zulassung bekommen. Und dann sind wir dem Mitbewerber vielleicht schon mit einem Stückchen voraus. Also, wenn Sie Hubstützensysteme bester Qualität suchen, erster Ansprechpartner Uli Reinhardt, demnächst an neuer Adresse in neuer Halle. Genau. Einmal neu gebaut, alte Halle, du weißt, wie sie aussieht, uralt und abgewohnt. Schäbige Büros, alles direkt in neu, in ganz toll, in wunderschön. Wir werden darüber berichten. Ja, und da sage ich auch nochmal vielen lieben Dank an den besten Luftfedersystemhersteller, den man sich so als Partner mit wünschen kann. Nee, wir arbeiten halt eben freundschaftlich gut miteinander und alles ist prima. Und werden das sicherlich auch weiter tun. Und Marvin, vielen Dank. Schöne Reise. Bis dann.